Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video geht es um Tipps und Tricks für die Prüfung des Anubis. Das ist ja jetzt momentan so ein zeitlich begrenztes Event und wird wahrscheinlich auch noch mit anderen Göttern wiederkommen. Allerdings würde ich euch heute ganz gerne ein paar Tipps dazu sagen. Einfach deshalb, weil ich persönlich voll die Probleme damit hatte. Ich bin dann nämlich mit meiner ganz normalen Ausrüstung reingegangen, also mit dem, was ich auch normalerweise benutze. Allerdings muss man sich da ein bisschen umstellen. Und zwar kann ich euch im Allgemeinen auf jeden Fall die Waffen empfehlen, die als Passive haben, dass sie bei einem Treffer die Gesundheit heilen. Weil ihr kommt einfach nicht drum rum, dass ihr mal getroffen werdet, also jetzt gerade am Anfang nicht. Und deshalb würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, darauf zu achten. Dann auch noch, dass ihr am besten Level 40 sein solltet oder so, ganz knapp Level 40. Das ist ansonsten nämlich recht schwer. Will ich mal behaupten. Ich spiele auf schwer, ich weiß nicht, wie es auf den anderen Schwierigkeitsgraden ist, aber also ein Level 35er oder so wird es schwer haben, vielleicht schaffen, aber Level 20er bitte nicht. Genau, ansonsten kriegt man, wenn man den Boss besiegt hat, auch noch 1000 Erfahrungspunkte und ja, das ist relativ gut, um Fertigkeitspunkte zu farmen. Und man kriegt zudem auch noch gute Ausrüstungsgegenstände, also es lohnt sich auf jeden Fall, das zu machen. So, jetzt aber mal zu der Ausrüstung, die man überhaupt braucht. Also, ich habe recht gute Erfahrungen mit leichten Bögen und dem Jagdbogen gemacht. Ja, die leichten Bögen werden bitte nur dazu benutzt, den Anubis anzugreifen und nicht irgendwie für die Zwischenwellen, Hyänen oder was auch immer. Der Jagdbogen kann dann für alles Mögliche benutzt werden. Also den Jagdbogen benutze ich zum einen für den Anubis. Wenn beim leichten Bogen alle Pfeile weg sind, ja, dann halte ich den allerdings nicht gedrückt, sondern schieße die Pfeile vom Jagdbogen auch direkt ab. Also nicht lange warten. Zudem benutze ich den Jagdbogen auch noch dann, wenn es gegen Soldaten geht, weil da kann man einmal aufladen und dann sind die weg bei einem Headshot. Genau, und das kann man dann bei den letzten 2-3 auf jeden Fall machen. Ansonsten benutze ich die auch noch, wenn diese Geisterhyänen auf mich zukommen, ich nenne die jetzt einfach mal so, dann sind die auch immer schnell weg bei einem Treffer. Man muss halt treffen, ne? Das ist die Voraussetzung. Da habe ich auch schon die eine oder andere schlechte Erfahrung gemacht. Also wie gesagt, bei den Jagdbogenpfeilen nicht lange halten, es sei denn, es sind Soldaten. Dann bei den Nahkampfwaffen kann ich euch auf jeden Fall eine Axt empfehlen. Einfach deshalb, weil ihr mit der einen riesigen Radius habt. Also ihr könnt einmal um euch rumschlagen und wenn dann 2-3 Soldaten kommen, könnt ihr die einfach wegnatzen. Und gerade wenn der Anubis dieses Rudel von Hyänen auf euch losschickt, werdet ihr die Axt auf jeden Fall brauchen. Sehr, sehr wichtig. Ansonsten vielleicht auch noch ein ganz normales Schwert, einfach damit ihr die Gegner dann am Ende noch schnell töten könnt, ja, wenn die nur noch wenig Leben haben. Das wäre es auf jeden Fall zur Ausrüstung. Dann noch ganz kurz was zu diesen Geisterhyänen. Wie gesagt, keine Ahnung, wie man die nennt. Ich persönlich unterteile das immer an 3 Wellen. Also die erste Welle ist so, dass die Hyänen einzeln kommen und da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, keine Pfeile zu verschwenden. Also wirklich einfach kurz bevor die kommen ausweichen. Und dann hat sich das auch. Ihr könnt in der Zeit sowieso nicht den Anubis angreifen. Also da einfach darauf achten, dass ihr ausweicht und keine Pfeile verschwendet. Dann gibt es eine zweite Welle. Da kommen dann 2 immer fast gleichzeitig auf euch zu. Da wird es etwas schwieriger, den auszuweichen. Deshalb würde ich euch da empfehlen, immer 1 oder 2 Hyänen zu töten. Das ist auf jeden Fall die safe Variante. Dann werdet ihr nicht getroffen, weil die machen auch recht gut Damage, muss man einfach sagen. Und dann in der dritten Welle von den Geisterhyänen kommen die dann wieder einzeln und wie gesagt, da einfach ausweichen, lohnt sich auf jeden Fall mehr, als da die Pfeile, die kostbaren Pfeile zu verschwenden. Ihr könnt die Pfeile natürlich auch wieder aufsammeln, allerdings kann ich aus Erfahrung sagen, das ist nicht immer der Fall und ihr werdet auf jeden Fall Probleme bekommen. Ja, falls ihr das bis jetzt noch nicht rausgehört habt, Pfeile sind wirklich das Kostbarste gegen diesen Anubis. So, ich denke, das war's dann noch mit den Tipps. Falls ihr die ganzen Waffen, die ich jetzt aufgezählt habe, noch nicht habt, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, erstmal weiterzuspielen natürlich, aber ansonsten auch nochmal bei einem anderen Video von mir vorbeizuschauen. Einfach deshalb, weil ich da 30 Hacker-Truhen geöffnet habe und super Waffen bekommen habe, kann ich jetzt ja schon mal sagen, und auch noch was anderes, ja, keine Waffe und kein Schild. Von daher, wie gesagt, schaut doch mal vorbei. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. A poor old man came riding by, and we say so, and we know so. Oh, a poor old man came riding by, oh, poor old man. Says I, old man, your horse will die, and we say so, and we know so. And if he dies, we'll tan his hide, oh, poor old man.